Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Grundlagen für den Optionshandel. Das Ganze natürlich mit Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute zum ersten Optionshandel-Video mit dem Thorsten begrüßen. Ich bin total gespannt, was der Thorsten mitgebracht hat. Ich hoffe, die Teilnehmer natürlich auch. Optionen wird immer mehr gefragt bei uns bei FX Flat. Von daher haben wir jetzt einen richtigen Experten an der Seite stehen, der auch da bei Optionsfragen auf jeden Fall top aufgestellt ist. Und ich will hier gar nicht so viel drumherum reden, sondern einmal zum Risikohinweis springen. Denn auch hier, um welches Instrument auch immer es gehen sollte, das ganze Webinar dient natürlich immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts von dem Gleichgezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, ganz gleich, was Herr Thorsten erzählen sollte, erklären sollte oder was auch immer. Ja, bitte am Ende immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist erstmal von meiner Seite vorweg zu sagen. Dann würde ich jetzt hingehen und Thorsten dir einmal die Übertragungsrechte geben. Die hast du jetzt. Und dann würde ich sagen. Vielen lieben Dank, lieber Florian. Genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, dass ich hier den Optionshandel mal präsentieren darf. Jeder, der mich vielleicht kennt, weiß, ich habe ja einen Slogan, das ist den Optionshandel salonfähig machen. Und das ist auch definitiv, was ich auch gerne an andere, ja, sage ich mal so, übertrage. Also ich denke mal, dass man auch hier und da an der einen oder anderen Stelle merkt, wie passioniert, wie leidenschaftlich ich mit dem Optionshandel auch bei YouTube mich präsentiere. Und ich würde mich freuen, wenn ich hier und heute auch mal ein bisschen mehr Verständnis zum Optionshandel bringen kann. Ja, und dafür würde ich jetzt gerne auch meinen Bildschirm teilen, meine Präsentation teilen. Und ich klicke jetzt hier einfach mal, Florian, auf meinen Bildschirm übertragen. Ja, sehr gut. Also ich fange jetzt einfach mal mit den Grundlagen für den Optionshandel an. Das ist eine Webinarreihe, die sich in drei Webinaren unterteilt. Heute fangen wir auch wirklich mit den Grundlagen, mit den Basics an, damit man überhaupt weiß, was Optionen auch sind, wofür werden sie genutzt, was sind die Ziele und natürlich auch die Gründe, warum man in den Optionshandel aus meiner Sicht einsteigen sollte. Aber kurz zuvor möchte ich noch ein paar Worte zu Options for Winners beziehungsweise zu meiner Person sagen. Ja, ich bin der nette Mann mit der Fliege. Ich bin studierter Wirtschaftswissenschaftler. Ich war mehr als 20 Jahre in der Rohstoffindustrie im Bereich Finanzen und Controlling tätig. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wann ich meine ersten Trades gemacht habe. Und ja, das sind schon ein paar Jahre her. Also das war im Jahr 1997. Ja, und seitdem bin ich auch aktiver Trader und Investor. Und ja, ganz ehrlich, seit 2007 wahrscheinlich erst erfolgreich. Also das waren schon ein paar mühselige, ja, erfahrungsreiche Jahre. Aber seit 2007 würde ich schon behaupten, war die Performance doch ganz okay. Ja, meine Leidenschaft ist auf jeden Fall der Optionshandel. Und ja, mit Options for Winners möchte ich den Optionshandel auch salonfähig machen. Options for Winners selbst bietet Ausbildungsprogramme für Privatanleger mit dem Ziel, ein regelmäßiges Income an der Börse zu generieren. Ja, also wir wollen definitiv mit dem Optionshandel auch unser Vermögen aufbauen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wir wollen natürlich versuchen, die Drawdowns, also die Verluste möglichst klein zu halten. Und da kann man natürlich mit dem Optionshandel auch ganz tolle Sachen machen, um sich vor Risiken zu schützen. Das wird ja auch gerne dann Absicherung und oder auch Hedging genannt. Wenn ich jetzt aber mal weitergehe und da muss ich auch sagen, das war eine ganz tolle Sache. Das war die Präsenzveranstaltung, die wir jetzt Donnerstag und am Freitag hatten. Endlich mal nach langer Corona-Zeit, wo es ja ein bisschen eingeschränkt war, konnten wir uns jetzt auch physisch zusammen in Düsseldorf treffen. Das waren jetzt um die 50 Teilnehmer, die vor Ort waren. Du, Flo, du warst ja auch da mit dem Steffen. Also FX Flat hatte da auch mal einen kurzen Besuch und konnte auch wirklich Fragen beantworten, die wichtig für den Optionshandel rund um die TWS sind. Ja, also da kann ich auch nur noch mal ein großes Dank aussprechen. Ich habe es eben gesagt, wir haben Options for Winners gegründet, um auch Privatanlegern die Möglichkeit zu bieten,
im Optionshandel Fuß zu fassen. Und da gibt es halt unterschiedlichste Möglichkeiten bei Options for Winners. Auf der einen Seite Einzelcoaching, da würde man dann mit mir Vorlieb nehmen. Und auf der anderen Seite haben wir halt auch den ganz tollen Club. Das ist das, was ich auch eben hier gezeigt habe. Das war jetzt unser Sommertreffen. Und in dem Club, da haben wir halt 134 Clubmitglieder derzeit. Und wir tauschen uns aus. Wir haben eine Videothek, wir machen Workshops. Also alle möglichen Bereiche decken wir ab für Investoren, für Daytrader. Eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man sich auch mal ein bisschen mehr mit dem Optionshandel vertiefen möchte. Aber, und das ist ja jetzt erstmal wichtig, ich möchte den einen oder anderen ja auch gerne überzeugen, weil ich kann es ganz offen sagen, in meiner 20-jährigen Trading-Erfahrung, ja, da kann ich mit Fug und Recht behaupten, da war der Optionshandel jetzt für mich der Meilenstein schlechthin. Also das ist etwas, wo ich sage, da kann ich nicht mehr drauf verzichten. Und da gibt es halt diverse Gründe und die möchte ich jetzt auch gerne vorstellen. Das ist zum einen natürlich die Rendite und bei Rendite bin ich immer vorsichtig. Mir geht es immer im Wesentlichen nicht nur darum, die Rendite zu betrachten, sondern natürlich das Rendite-Risikoprofil. Was ja nichts anderes heißt, dass man halt überlegt, wie viel Risiko möchte ich eigentlich für meinen Profit eingehen. Ja, und das ist wichtig und in den Coaching-Seminaren und auch in meinem Einzelcoaching, da geht es um ein wesentliches Ziel, das ist nämlich der stetige Aufbau des Vermögens und das alles mit einem wenigen Verlust und das kriegt man de facto nur damit hin, indem man auch versucht, einer stabilen Rendite nachzukommen. Ja? Ich sage es ganz offen, man kann natürlich, wenn man regelmäßig in Aktien investiert, ja, kann man natürlich eine hohe Rendite erzielen. Ich will jetzt auch das Aktieninvestment als solches nicht schlecht reden. Ich bin selbst Aktieninvestor. Aber was man natürlich hat, man geht meistens immer nur long in den Markt. Das heißt, man kauft Aktien und profitiert dann von den Kurszuwächsen. Aber wir haben es bei Corona gesehen, man kann natürlich dann auch ganz viel verlieren. Und für mich ist der Optionshandel ein Weg, wo ich auch eine stabile Rendite schaffen kann. Ja, wenn ich mir eine Rendite dann vorstelle und sage, mit dieser Rendite bin ich zufrieden, dann kann ich natürlich das auch mit dem Optionshandel, die Werkzeuge sind definitiv vorhanden, eine stabile Rendite erzeugen. Ja, also das habe ich viel, viel lieber, als dass ich dann hier und da ganz viel verliere. Was auch noch wesentlich ist beim Optionshandel, ist die hohe Trefferquote. Mit dem Optionshandel kann man auch Strategien fahren, die eine sehr hohe Trefferquote ermöglichen. Also eine Trefferquote heißt ja nichts anderes, wie viel von den Trades, die ich mache, enden auch in Gewinnertrades. Und ich rede hier von 80% und mehr, also 8 von 10 Trades sind dann Gewinnertrades. Das ist natürlich eine Zahl, die finde ich, die ist wirklich unschlagbar gut. Und wie gesagt, hier gibt es Strategien, da kann man diese Trefferquote auch erzielen. Was ich eben schon angedeutet habe bei den Aktien, man geht long und profitiert von den Kurszuwächsen. Aber was ist jetzt, wenn die Marktlage sich verändert? Beispielsweise wie jetzt nach der Rede von Jerome Powell am Freitag, da ging es ja schon ordentlich landunter. Wir wissen nicht, was kommt. Kann man das mit dem Optionshandel abfangen? Ja. Kann man. Man kann es nicht nur abfangen, man kann natürlich auch mit dieser Richtung traden. Das heißt, es ist jetzt nicht immer so, dass man nur von Aufwärtsmarktbewegung profitiert, sondern man kann hier definitiv auch von Abwärtsbewegung und natürlich auch von Seitwärtsbewegung profitieren. Hier mal ein Stichwort, worauf wir auch später eingehen, nicht direktionales Traden. Der nächste Punkt und ganz, ganz wichtig, der ein oder andere, der mich kennt, ich habe es eben schon gesagt, ich komme aus der Rohstoffindustrie und ich habe da einen ganz wesentlich, einen wichtigen Bereich in der Industrie, in dem Konzern, in dem ich zuletzt war, auch mit betreut. Das war beispielsweise das Hedgen, das Monitoren von
Rohstoffrisiken. Ja, also da ging es wirklich darum, wie kann man absichern. Das war jetzt aus der Perspektive eines institutionellen Unternehmens. Aber was ich natürlich daraus mitnehmen konnte, ist, dass das teilweise existenziell ist. Und wir können jetzt auch als Privatleute, können wir mit bestimmten Techniken auch unsere Trades, unser Depot schützen, ja, also hedgen. Also eine ganz, ganz wichtige, eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, die man hier mit dem Optionshandel auch hat. Ich weiß, es kursieren immer wieder die Sprüche, dass sich Absicherungsstrategien nicht lohnen und dass das rausgeschmissenes Geld ist, weil Absicherung ist ja in Anführungszeichen eine Versicherung und die kostet nur Geld, weil auf kurz oder lang gehen ja die Aktien wieder hoch. Also erstens, es muss nicht immer Geld kosten. Es gibt auch Absicherungsstrategien, die investieren sich in Anführungszeichen von selbst. Und zweitens, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich ein großes Depot habe und ich möchte mein Depot noch weiter vergrößern, dann habe ich wirklich mit einer Absicherung bessere Nächte als ohne. Und ich verweise immer wieder gerne auf Corona. Ich kann aus der Erfahrung sprechen, dass sich Absicherung auf jeden Fall lohnt. Besonders wenn man sowieso schon eine Rendite hat, die attraktiv ist, dann kann man auch eventuell den ein oder anderen Punkt vielleicht für eine Absicherung abgeben. Das ist ja das, was ich regelmäßig mache oder auch lehre, nämlich der regelmäßige Cashflow, das regelmäßige Einkommen, was man mit dem Optionshandel generieren kann. Also für den Optionshandel gibt es ja oder im Optionshandel gibt es unterschiedliche Strategien. Man kann auf der einen Seite Optionen kaufen und man kann Optionen auch verkaufen. Als Käufer zahlt man eine Prämie, als Verkäufer bekommt man eine Prämie. Und das ist halt der Vorteil, man kann hier natürlich die Verkäuferrolle einnehmen und dann sozusagen regelmäßig Prämienvereinnahmung generieren, was ja zu diesem regelmäßigen Cashflow führt. Und das ist das, was wir auch später oder gleich noch besprechen werden. Was hier im Fokus steht, ist halt der regelmäßige Cashflow. Ja, jetzt habe ich viel über Optionen gesprochen und jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer die Frage, was eigentlich Optionen sind. Optionen haben eine fixierte Laufzeit, das heißt, sie sind, also es gibt sie nur für eine begrenzte Zeit. Man kann sie jetzt nicht wie Aktien im Depot liegen lassen, weil nach Ablauf der Zeit, nach Ablauf der Laufzeit, also nach dem Verfall der Option, ist die Option nur noch null wert. Ja, ganz, ganz wichtig. Optionen sind Termingeschäfte und sie haben halt nur eine begrenzte Laufzeit und am Schluss verfallen die Optionen. Ja, das muss man natürlich dann auf jeden Fall wissen. Ja. Optionen sind Derivate. Ja. Sie beziehen sich auf einen Basiswert oder anders ausgedrückt im Englischen underline. Man kann Optionen beispielsweise auf Aktien traden. Man kann aber auch Optionen auf ETFs, Optionen auf Futures, Optionen auf Indizes. Also die Möglichkeiten sind groß. Aber wichtig zu wissen ist, dass Optionen Derivate sind und dass sie sich sozusagen an dem Underlying, an dem Basiswert orientieren. Ich habe es eben schon angedeutet. Es gibt Käufer und es gibt Verkäufer. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, Käufer von Optionen erwerben das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Da haben wir jetzt schon mal ein Wort, das ist Long. Ja, wenn wir von Long reden, reden wir immer von Kaufen. Das ist genauso, wie ich das eben gesagt habe. Die meisten sind Long in Aktien. Die haben dann Aktien gekauft. Das heißt, wenn du jetzt Käufer von Optionen bist, dann bist du auf jeden Fall long. Als Käufer erwirbst du ein Recht. Ja, du erwirbst ein Recht, einen Basiswert, beispielsweise eine Aktie, zu einem bestimmten Preis zu kaufen.
dann wäre es jetzt ein Long Call. Ja, ich wiederhole, wenn du einen Basiswert jetzt zu einem bestimmten Preis kaufst, dann bist du im Call, dann hast du einen Long Call. Wenn du jetzt aber das Recht erwirbst, einen Basiswert zu dem bestimmten Preis zu verkaufen, dann ist das ein Long Put. Ganz wichtig ist hier aber, und das unterstreiche ich jetzt hier auch nochmal, das ist definitiv, dass du das Recht erwirbst. Ganz wichtig. Du erwirbst mit dem Kauf der Option ein Recht. Warum das wichtig ist, werden wir jetzt nachfolgend sehen. Das ist nämlich die Perspektive oder die Rolle eines Verkäufers. Nämlich als Verkäufer von Optionen erwirbst du eine Pflicht, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Ja. Also bist du in der Pflicht, nicht im Recht, sondern in der Pflicht, einen Basiswert zu kaufen, Call, oder zu verkaufen, Put. Wenn du verkaufst, Short. Wenn ich sage, ich bin in Aktien Short, dann habe ich Aktien verkauft. Wenn ich sage, ich habe Optionen verkauft, dann habe ich eine Short-Position eröffnet. Und wenn ich dann noch sage, ich habe eine Option verkauft, um einen Basiswert zu kaufen, dann ist es ein Short Call. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe eine Option verkauft, um einen Basiswert zu verkaufen, dann habe ich einen Short Put. Also das sind jetzt vier unterschiedliche Begriffe. Long Call, Kauf einer Option, um einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Kauf einer Option, um einen Basiswert zu verkaufen, Long Put. Verkauf einer Option, um einen Basiswert zu kaufen, Short Call. Verkauf einer Option, um einen Basiswert zu verkaufen, Short Put. Ja. Das sind die Begrifflichkeiten, kein Problem. Die werden wir nachher noch an einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Eben schon gesagt, es geht hier um eine Prämie. Das heißt, der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Prämie für die Option. Sozusagen erwirbt der Käufer mit der Prämie das Recht. Ja, und mit dem Erhalt der Prämie erwirbt der Verkäufer sozusagen die Pflicht. Wichtig für uns gleich, um das noch ein bisschen zu selektieren. Ach ja, und was auch noch wichtig ist, Optionen sind Kontrakte und da gibt es Kontraktgrößen. Und bei US-Aktienoptionen bedeutet das, dass 100 Aktien damit sozusagen bewegt werden. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt eine Option kaufe, also einen Long, und möchte einen bestimmten Preis kaufen, also ich mache einen Long Call, dann bedeutet das, dass sich das auf 100 Aktien bezieht. Ganz, ganz wichtig. Es ist nicht eine, es sind nicht 10, es sind dann jetzt bei US-Aktienoptionen 100 Aktien. Bei den deutschen Optionen sind es auch 100 Aktien. Da gibt es natürlich aber trotzdem Unterschiede. Auch bei den Aktienoptionen, ich glaube, in Großbritannien ist das schon anders. Wenn man jetzt beispielsweise auch Optionen auf Futures tradet, hat man auch was ganz anderes. Beispiel. Du tradest jetzt eine Option auf den Kaffee-Future. Der Kaffee-Future alleine, der bewegt schon 37.500 Pfund Kaffee. Ja, also das nur mal kurz hier in den Raum geschmissen. Ganz wichtig zu wissen. Aber bei den US-Aktienoptionen beziehungsweise bei den ETF-Optionen sind wir hier in der Regel bei einem Multiplikator, so wird das auch genannt, von 100. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Arten von Optionen ein. Ich habe es gerade gesagt, das ist die Call-Option. Das ist ja, wie gesagt, die Kaufoption. Dann die Put-Option. Das ist ja die Verkaufsoption. Unterteilt sich in Käufer und Verkäufer. Der Käufer einer Call-Option, Long-Call. Der Verkäufer einer Call-Option, Short-Call. Nochmal,
Hier Recht Basiswert zu kaufen. Ganz wichtig, mit dem Long Call erwerbe ich das Recht, einen Basiswert zu kaufen. Mit dem Short Call, da bin ich auf der anderen Seite, erwerbe ich die Pflicht. Das heißt, hier habe ich die Pflicht, den Basiswert zu verkaufen. Und hier möchte ich jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen. Recht und Pflicht, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment verständlich und dann wiederum nicht. Was bedeutet das? Das heißt, der Käufer hat die Wahl. Der Käufer dieser Option hat die Wahl, sein Recht auszuüben oder nicht. Wenn der Käufer sein Recht aber ausübt, dann kommt der Verkäufer dieser Call-Option in die Pflicht. Das heißt, hier gibt es kein Wahlrecht, sondern nur die Pflicht. Hier entscheidet sozusagen der Käufer, wann der Verkäufer in die Pflicht kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Zahlt die Prämie, gerade schon gesagt, erhält die Prämie. Direktional, was heißt das? Ja, direktional bedeutet, hier partizipiert der Käufer direkt an der Richtung des Basiswertes. Ja, das heißt, wenn jetzt der Kurs steigt, gewinnt er, wenn der Kurs fällt, verliert er. Bei den non-direktionalen Trades bezeichnet man die Verwendung von Strategien, welche nicht auf einer Marktrichtung basieren, sondern entweder eine Seitwärtsbewegung annehmen oder auf die Bewegungsstärke abzielen. Werden wir gleich am Beispiel noch sehen. Das ist aber ganz wichtig. Das ist nämlich einer von den Vorteilen, die wir auch als Verkäufer haben. Weil in erster Linie guckt man sich ja an, warum soll ich überhaupt Optionen verkaufen, wenn ich nur die Pflicht habe. Das hat natürlich auch seine Vorzüge, die wir gleich an dem Beispiel auch sehen werden. Die Put-Option, auch hier gibt es einen Käufer, das ist Long Put. Auf der anderen Seite gibt es den Verkäufer, das ist Short Put. Genau wie bei der Call-Option erwirbt auch bei der Put-Option der Käufer das Recht. Und hier beim Verkaufen der Put-Option hat der Verkäufer die Pflicht. Gleiches Spiel, zahlt die Prämie, erhält die Prämie. Long Put direktional, Short Put nicht direktional. Hier nochmal angemerkt, das ist hier ein bedingtes Termingeschäft. Ja, also der Optionshandel, die Optionen, das sind bedingte Termingeschäfte, weil die halt nur einseitig verpflichtend sind. Das ist bei Futures anders, die sind beidseitig und das ist dann bei Futures ein unbedingtes Termingeschäft. Aber ganz wichtig, wir haben hier ein bedingtes Termingeschäft, es ist nur einseitig verpflichtend. Und jetzt kommt noch was, das hat wahrscheinlich der ein oder andere auch schon mal gehört. Stillhalter ist ja grundsätzlich positiv konnotiert, aber was heißt Stillhalter eigentlich? Ja, das heißt, der Verkäufer der Option, der hält so lange still, bis der Käufer der Option sein Recht ausübt. Ja, daher kommt Stillhalter. Ja, und diese Stillhalterrolle, die übernehmen wir gerne schon alleine für das regelmäßige Einkommen, was wir mit dem Optionshandel erzielen wollen. So, das ist etwas, das muss man halt ständig wiederholen, weil die meisten, die sich mit Optionen beschäftigen, sagen von wegen, was ist denn da der Unterschied zwischen Optionen, Optionsscheine oder denken, das wäre das Gleiche. Das ist es definitiv nicht. Bei Optionen handelt es sich um ein standardisiertes Produkt. Ja, die Kontraktgröße, wie eben gesagt, 100 sind fixiert. Die Basiswerte, Fälligkeiten und Strikes werden vorab fest und präzise definiert. Ja, Optionsscheine unterliegen keiner Standardisierung. Ja, der Emittent hat sozusagen letztlich alle Spezifikationen selbst in der Hand. Ja, und der Emittent, das sind jetzt beispielsweise Banken. Ja, die haben wir jetzt hier im Optionshandel nicht. Ja, da gibt es nur Verkäufer und Käufer. Und das ist jetzt hier auch für die Preisbildung wichtig. Nämlich die Preisbildung entsteht hier klassisch durch Angebot und Nachfrage. Bei den
Option scheinen, ist es weniger intransparent. Da wird die Preisbildung im Wesentlichen durch den Emittenten festgelegt. Optionen, da ist es möglich, Stillhalter zu sein, das heißt, die Verkäuferrolle einzunehmen. Das ist bei Optionsscheinen nicht möglich. Das ist ja dann der Emittent, die Bank. Natürlich kann man auch, das muss man dazu sagen, mit Optionsscheinen natürlich auch auf Kursrückgänge oder anders reagieren. Das ist definitiv auch möglich, aber es ist nicht möglich, hier eine Stillhalterrolle einzunehmen. Also wo wir jetzt beispielsweise von Beginn an durch den Verkauf dieses Derivats eine Prämie generieren, das ist nur bei Optionen möglich. Das heißt, das, was wir hier wesentlich machen, diese Stillhaltergeschäfte, die sind im Optionsscheingeschäft für uns nicht möglich. Genau, hier gibt es dementsprechend kein Emittentenrisiko, weil uns kann es in Anführungszeichen da relativ egal sein, weil wir die Rolle des Emittenten bzw. des Käufers haben. Beim Optionsschein ist es halt anders. Wenn die Bank pleite geht, dann ist natürlich immer noch das Risiko vorhanden. Das ist halt dann auch ganz wichtig, dass wir hier bei dem Optionshandel kein Emittentenrisiko haben. Jetzt kommen wir vielleicht zum Wichtigsten. Nämlich zu den praktischen Beispielen. Und ich habe jetzt einfach mal hier Apple genommen als Beispiel und ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, wir haben uns jetzt hier bei $130, als wir letzte Mal Mitte Juni so einen kleinen Kursrückgang hatten, haben wir uns die Gelegenheit genommen und haben hier mal schön 100 Apple-Aktien zu $130 gekauft. Dann ist es natürlich schön nach oben gegangen. Das war natürlich schon eine ordentliche Rallye bei ganz, ganz vielen von diesen Tech-Werten. Also das war wirklich beeindruckend. Aber wir wissen auch, es geht schnell nach unten. Und jetzt sagt sich der Apple-Käufer, pass mal auf, ich will mich jetzt irgendwie absichern. Ja, ich sage von wegen, ich möchte mich bei $150 möchte ich mich absichern. Dann sage ich auch, ich gehe dann raus, aber dann habe ich meine $150 fixiert. Und das kann man natürlich als Käufer einer Put-Option machen. Wir haben es ja gesagt, wir beziehen uns auf einen Basiswert, das wäre jetzt unsere Apple-Aktie. Wir haben gesagt, wir haben eine bestimmte Laufzeit, die kann man sich ja aussuchen. Das wäre jetzt hier in dem Beispiel der 21. Oktober 2022. Und wir haben einen Preis, diesen bestimmten Preis, der nennt sich auch Strike-Preis von $150. Das heißt, ich habe mir hier in Anführungszeichen eine Kurssicherung damit garantiert, wenn der Kurs jetzt nach unten geht, dann habe ich sozusagen die $150 pro Aktie. Und wir wissen noch von vorhin, wenn ich eine Put-Option kaufe, erwerbe ich das Recht, die Aktie zu verkaufen. Das heißt, in dem Fall hätte ich das Recht, 100 meiner Aktien zu $150 zu verkaufen. Die Frage, die man sich ja jetzt stellt, wie teuer ist es? Das war jetzt hier $300. Das heißt, die Absicherung hierfür kostet mich $300. Das heißt, der Käufer zahlt dann dem Verkäufer $300 dafür. Und jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen Szenarien an. Das ist jetzt Szenario 1, der Kurs steigt. Das heißt, hier war er bei 163, als wir die Aktie hier abgesichert haben mit der Put-Option und jetzt steigt die Aktie auf 182,50. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, übt der Käufer jetzt sein Recht aus, die Aktie zu $150 zu verkaufen? Natürlich nicht. Ja, die Aktie ist gestiegen. Die Versicherung in Anführungszeichen wird dann nicht in Anspruch genommen. Ja, das heißt auf gut Deutsch, ich habe eine Versicherung bezahlt, habe aber die Versicherungsleistung nicht genutzt, weil das wäre ja blöd. Warum sollte ich meine Aktien für $150 verkaufen, wenn sie doch an der Börse bei 182,50 jetzt stünde. Jetzt hat der Käufer $300 bezahlt.
Ja, so traurig wird er vielleicht auch nicht sein, weil er hat ja doch noch einen wirklich schönen Kursrun mitmachen können. Aber die $300, die sind weg. Ja, und die $300 sind ja jetzt bei dem Verkäufer. Das heißt, der Verkäufer, was wir ja auch sein können, also der Stillhalter, der hat jetzt hiervon profitiert. Er hat nämlich gesagt, pass mal auf, ich gehe mit dir ein Geschäft ein, ich kaufe dir sozusagen deine Aktien ab, wenn du dein Recht ausübst, in Klammern, ich weiß, du übst dein Recht nur aus, wenn es sich für dich lohnt. Hier in dem Fall lohnt es sich nicht und dann habe ich $300 verdient. Ja, der Käufer war ja jetzt mit seinem Long Put unterwegs, der hat ja die Put-Option gekauft, der hat sich ein Recht erworben, welches er jetzt nicht ausgeübt hat. Und auf der anderen Seite hat der Verkäufer einen Short Put, der hat sich sozusagen verpflichtet. Aber in dem Fall hat er davon profitiert, dass der Käufer sozusagen ihn, den Verkäufer, nicht in die Pflicht genommen hat. Also hier ist es natürlich eine Win-Win-Situation auf gut Deutsch. Der Verkäufer verdient $300 und der Käufer, der hat natürlich jetzt von dem Kursrun profitiert. Gucken wir uns mal ein zweites Beispiel an. Und das zweite Beispiel ist jetzt wie folgt. Die Aktie bewegt sich seitwärts. Und muss man sich wieder die Frage stellen, wird der Käufer Long Put sein Recht ausüben und sagen, ich verkaufe jetzt meine Aktien für $150? Bestimmt nicht, weil wir sind ja immer noch bei 163,62. Ja, es ist ja noch immer drüber. Das wäre ja ein Minusgeschäft, wenn er jetzt die Aktien hier veräußern würde. Also auch hier ist der Verkäufer wieder der Glückliche. Ja, er hat jetzt natürlich die $300 verdient und der Käufer hat die $300 ja dann bezahlt und ist sozusagen auf einer Stelle getreten. Für ihn war es jetzt nicht lukrativ, sondern er ist jetzt natürlich mit den $300 im Verlust rausgegangen, weil der Kurs der Apple-Aktie sich nicht bewegt hat. Dennoch ist er natürlich noch positiv, weil eins dürfen wir nicht vergessen, er hat ja für $130 die Aktien erworben. Gucken wir uns noch das dritte Beispiel an und jetzt wird es natürlich interessant. Hier kommt es de facto zur Ausübung. Der Kurs ist weit unter den 150 gegangen. Er ist jetzt bei 140. Der Käufer hat definitiv sein Recht ausgeübt, bei $150 zu verkaufen. Und der Verkäufer, der musste jetzt sich die Aktien andienen lassen. Also man nennt es andienen. Ja, also lässt sich die andienen, er bekommt sie sozusagen ins Depot. Und jetzt hat er Aktien erworben für $150, die derzeit einen Marktwert von $140 haben. Wir dürfen nicht vergessen, es sind 100 Aktien. Das heißt, das wären dann 100 mal 10. Das wären dann $1000 Verlust. Ne? 100 Aktien, eine Option, das sind dann $1000, die hier verlustig sind. Aber er hat ja noch die $300. Weil die $300, die bleiben bei dem Verkäufer so oder so, dass er dann sozusagen nur bei $700 im Verlust ist. Ja. Das ist jetzt eine Position, wo es definitiv sich für den Käufer in Anführungszeichen gelohnt hat, diese Absicherung zu fahren, ja, sich eine solche Put-Option zu kaufen. Aber wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, 2 von 3 Fällen, das ist das, wovon der Verkäufer profitiert hat. Und das ist auch das, was wir machen wollen. Ja, wir wollen immer, und da sind wir bei der hohen Trefferquote, wir wollen uns immer Situationen schaffen, wo wir schlussendlich profitieren als Verkäufer. Ja, dass wir dann wirklich stillhalten. Jetzt haben wir hier Long Puts und Short Puts besprochen. Das war ein Beispiel der Put-Option. Jetzt gucken wir uns das mal auch an. Wie sieht es denn bei einer Call-Option aus? Wieder mal Apple. Und hier hat einer eine Apple-Call-Option gekauft, also eine Long-Call. Wieder mal Apple. Hier ist der Ticker, das ist dieses Symbol für Apple, AAPL.
16. September 22 Laufzeit, ein 175er Call. Bezahlt hat der Käufer der Call-Option 75 US-Dollar. Ja, was ist jetzt seine Intention? Ja, er sagt hier, pass mal auf, von wegen, wir sind jetzt hier, aber ich glaube, die Apple-Aktie, die wird sich wieder hier zurückentwickeln. Ja, die wird sich wieder zurückentwickeln und ich will darin partizipieren, aber ich will jetzt nicht in die Apple-Aktien direkt investieren, sondern ich nehme hier in Anführungszeichen so eine günstige Call-Option, die kostet ja nur 75 Dollar. Und ich glaube, dass die 175 Dollar bei weitem überschritten werden. Ja, das ist jetzt die Intention des Käufers der Call-Option gewesen. Der Verkäufer der Call-Option, der sagt jetzt beispielsweise das Gegenteil. Der sagt, ich glaube nicht, dass die 175 erreicht werden. Ich glaube schon, dass die Aktie vielleicht steigen kann, aber nicht so. Auf jeden Fall bleibt sie unter den 175 und deshalb gehe ich mit ihm auch das Geschäft ein und bekomme dann von dem Käufer die 75 Dollar. Und jetzt gehen wir die verschiedenen Szenarien auch nochmal hier durch. Wir haben Szenario 1. Das ist, die Aktie schmiert weiter ab. Wer profitiert nicht? Wer definitiv nicht profitiert, ist jetzt der Käufer. Weil der Käufer, der hätte ja sozusagen sich gefreut, wenn die Aktie steigt. Hier ist sie nicht gestiegen, hier hat er verloren und zwar dann die 75 Dollar. Der Verkäufer hat den Profit, nämlich die 75 Dollar. Im zweiten Fall, wir gehen hier seitwärts. Wie sieht es da aus? Gleiches Spiel. Der Käufer, der hätte nur in dem Fall Profit gemacht, wenn die Aktie dementsprechend gestiegen wäre, ist sie nicht. Er hat jetzt hier auch die 75 Dollar sozusagen in den Sand gesetzt, aber es gibt ja immer jemanden, der sie bekommt und das ist in dem Fall auch der Verkäufer. Last but not least, wir wollen ja auch, dass unser Käufer glücklich ist. Es kam so, wie er sich es vorgestellt hat. Die Aktie ist sehr stark gestiegen, jetzt hier in dem Beispiel 185. Und jetzt nutzt er natürlich die Chance, seine Ausübung, also sein Recht auch auszuüben, ja, und kauft somit Aktien, 100 Stück zu 175 US-Dollar. Das sind ja dann 17.500 Dollar, aber die haben ja jetzt einen Wert von 185. Das heißt dann, er hat 10.000 Dollar Profit gemacht. Abzüglich habe ich gerade 10.000 gesagt, 1.000 meine ich, 17.500 hat er sozusagen bezahlt, aber es kostet ja, oder sie haben ja einen Kurswert von 185 mal 100 sind dann 18.500, das heißt, er hat 1.000 Dollar Profit gemacht, abzüglich der Prämie, die er dem Käufer gezahlt hat, die 75 Dollar, aber ist trotzdem schon viel. Ja, wie sieht es jetzt für den Verkäufer aus? Ja, der Verkäufer ist jetzt natürlich in der Pflicht, die Aktien zu 175 zu geben. Ja, und er ist jetzt dann natürlich auch short im Depot und zwar mit dem Verlust von 1.000 abzüglich der 75 Dollar. Ja, also hier wieder mal ein Fall, wo der Käufer definitiv der Profiteur des Ganzen war. Aber auch hier sehen wir wieder, die Mehrheit der Entwicklung sind auf der Seite des Verkäufers. Und genauso wie bei den Put-Optionen kann man natürlich bei der Call-Option auch Stillhalterstrategien anwenden. Und das ist natürlich mitunter auch der Grund, warum man hier so hohe Trefferquoten hat. Aber eins vorab gesagt, man sieht hier natürlich auch, wenn es beispielsweise mal in die falsche Richtung für den Verkäufer geht, kann das im Zweifelsfall auch teuer sein. Das darf man nicht vergessen. Gewinne versus Verluste, eben gesagt, der Käufer geht long, der Verkäufer short, der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Prämie. Der Gewinn ist teilweise unbegrenzt. Was heißt das jetzt für den Käufer? Ja, beispielsweise bei einer Long-Option sind sie unbegrenzt, weil der Käufer einer Call-Option ja direktional tradet. Das heißt, er partizipiert natürlich auch an der Kursentwicklung des Underlyings. Und eine Aktie kann ja theoretisch bis ins Unendliche steigen. Und das ist natürlich dann der Profit für den Käufer. Der Verkäufer, der ist auf seine Prämie
begrenzt. Das heißt, der maximale Gewinn ist die Prämie. Bei den Verlusten ist hier der Käufer begrenzt, und zwar mit der Prämie, die er gezahlt hat. Ja, das ist ja hier. Ja, die Prämie ist hier der maximale Gewinn und der Verlust hier bei dem Käufer ist die Prämie. Und hier genau das Gleiche. Der Verlust auf der Gegenseite ist teilweise unbegrenzt. Das heißt auf gut Deutsch, das haben wir gerade gesehen im Fall 3, wenn der Call-Käufer, also derjenige, der einen Long-Call eröffnet hat, einen unbegrenzten Gewinn hat, dann wäre jetzt hier der Verlust unbegrenzt. Warum schreibe ich auf der einen und auf der anderen Seite teilweise? Ja, wenn man jetzt mit einer Long-Put-Option, also mit einer gekauften Put-Option tradet, dann kann man ja nur so viel verlieren oder so viel gewinnen, wie der Strike-Preis, also der Preis, den man da tradet, bis null die Aktie steigt. Also nochmal hier vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich kaufe eine Put-Option und ich habe natürlich einen gewissen Profit, aber ich kann natürlich nur so viel Profit machen bis null. Ja, also das ist ganz wichtig. Der Kauf einer Put-Option ist von den Gewinnen her begrenzt, weil die Aktie ja maximal auf null fallen kann. Ja, das heißt, wenn jetzt hier dieserjenige 150er Put hat, dann kann er maximal 150 mal 100 und das sind dann die 15.000 Dollar, 15.000 an Profit machen. Ja, auf der anderen Seite, wenn man es bei einer Call-Option sieht, kann es ja unbegrenzt sein. Es kann ja jetzt von 175 auf unendlich steigen. Und deshalb ist bei einer Call-Option, bei einer gekauften Call-Option, der Gewinn unbegrenzt und bei einer gekauften Put-Option der Gewinn begrenzt. Und andersrum natürlich, deshalb ist bei einer Short-Put-Option der Verlust begrenzt, aber bei einer Short-Call-Option nicht. Warum wir trotzdem Optionen verkaufen, ja, wenn das doch hier so aussieht, als wenn man hier nur starke Verluste machen kann als Verkäufer und die Gewinne nur begrenzt sind. Ja, also erstens, es ist nicht verkehrt, auch das mit den begrenzten Gewinnen mal positiv zu sehen, weil viele haben ja immer das Problem, wann soll ich aus dem Gewinn rausgehen, wann auf gut Deutsch lasse ich laufen, wann nicht. Also es gibt wahrscheinlich die wenigsten, die bis 15.000% Prämie, sage ich mal, irgendwo drin bleiben. Deshalb Gewinn unbegrenzt ist wahrscheinlich auch nicht wirklich real. Und natürlich Verlust unbegrenzt. Es gibt ja Möglichkeiten, die Verluste auch auf der Verkäuferseite zu begrenzen. Das ist ja das, was wir hier auch machen. Risiko und Money Management, auf die Punkte kommen wir auch gleich noch, sind natürlich dann ganz wichtig. Wesentlich ist hiermit generieren wir regelmäßige Einnahmen, nämlich in Form von den vereinnahmten Prämien auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir de facto eine hohe Trefferquote. Wo werden Optionen getradet? Also sie werden an Terminbörsen getradet. Ja, es ist so, also funktionieren eigentlich ähnlich wie Wertpapierbörsen. Die wesentlichen Börsen sind hier auf der einen Seite die US-Börse, wo wir auch handeln, die CBOE, und auch dort an der Eurex, da traden wir beispielsweise auch unsere deutschen Optionen. Angenehme Handelszeiten, die amerikanische Börse, die hat 15.30 Uhr bis 22 Uhr auf. Das ist natürlich für jeden, der beispielsweise auch nebenberuflich aktiv werden möchte, der kann das natürlich dann schön nach Feierabend auch machen. Eben schon gesagt, Terminbörsen funktionieren ähnlich wie Wertpapierbörsen, halt nur mit dem Unterschied, dass an den Terminbörsen nur Termingeschäfte wie Futures und Optionen gehandelt werden. Kommen wir jetzt mal, wie kann ich denn jetzt gelungen starten? Ja, also Tipps für einen gelungenen Start. Erstens, ganz, ganz wichtig ist Wissen. Ja, also es ist jetzt auf den ersten Blick ja sehr komplex, muss es aber nicht sein. Wichtig ist nur, dass man sich ein Wissen aneignet, das ausreicht, um auch zu verstehen, wie der Optionshandel funktioniert. Der nächste Punkt ist natürlich wie bei allem im Leben, klein anfangen. Man kann später, wenn man gut ist, natürlich alles skalieren. Aber ungeachtet der Depotgröße empfehle ich jedem, bitte, bitte klein anzufangen. Einfache Strategien, ich sage es auch, ich meine, ich mache es den ganzen Tag und ich mache es jetzt auch schon ein bisschen länger.
Aber ungeachtet dessen muss nicht komplex gleich mehr Profit bedeuten. Ja, definitiv nicht. Also 70-75% meiner Strategien, ja, besonders meiner Brot- und Butterstrategien, sind einfache Strategien. Natürlich, man kann es immer ein bisschen komplexer machen, aber grundsätzlich würde ich immer für den Anfang empfehlen, sich nicht zu viel aufzuladen, sondern mit einfachen Strategien zu starten. Ja, der richtige Broker, ich meine, da sind wir ja schon eigentlich jetzt mit FX Flat. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall einen Broker, der es ermöglicht, auch Optionen zu handeln und jetzt nicht nur an der deutschen Börse, sondern auch an der amerikanischen Börse. Das ist ja sozusagen unser Hauptmarkt, die amerikanische Börse. Das liegt natürlich daran, dass wir auch größere Auswahl haben, dass die Liquidität höher ist. Also das spricht schon vieles für den amerikanischen Markt. Da muss man natürlich einen richtigen Broker haben. Und natürlich der richtige Broker soll auch eine vernünftige Handelsplattform haben. Die wird jetzt hier bei uns die Trader Workstation TWS genannt. Die sollte er natürlich auch bieten. Und was natürlich auch wichtig ist, weil man hier und da auch Fragen hat, dass man natürlich vielleicht auch darauf achtet, dass man auch einen guten Service hat. Ja, Risiko-Money-Management, das ist das Wichtigste. Ich sage es immer gerne, erst gucke ich mir das Risiko an und dann den Profit. Ganz, ganz wichtig für mich, also es mag vielleicht immer so klingen, dass Optionen einfach nur so ein Zockergeschäft ist, ist es definitiv nicht. Es resultiert im Wesentlichen aus der Absicherung, ja, und man kann es auch sehr, sehr passiv generieren. Ich habe es eben schon gesagt, die stabile Rendite, die steht bei mir im Fokus. Ich versuche de facto so möglichst wenig Drawdown zu haben. Nicht nur deshalb, weil ein großer Drawdown auch so einen psychologischen Beigeschmack hat. Nee, nicht nur deshalb, sondern auch, das muss man einfach immer wieder sich vor Augen halten, jeden Euro, den man verliert, hat man weniger Werkzeug zur Verfügung. Ja, das ist wichtig, dass man das immer im Hinterköpfchen behält. Und deshalb bin ich auch kein Freund von so Hochrisikotrades, sondern sage dann immer, ich versuche eine möglichst hohe Trefferquote zu erzielen. Ich möchte ein ruhiges Leben haben und ich möchte auch einen ganz, ganz kleinen Drawdown haben. Also von daher Risikomanagement, das ist für mich auch mehr oder weniger eine Einstellungssache. Ja, last but not least, das Umfeld. Ja, und das geht jetzt nicht nur darum, ob man jetzt das technische Equipment hat, sondern es geht auch darum, um Familie etc., weil das ist schon, ja, also ich sage es ganz ehrlich, von wegen, ich liebe den Optionshandel, aber es gab schon die ein oder andere Situation, wo ich abends, als ich mit meiner Frau essen war, den Laptop ausgepackt habe. Ja. Also das muss man natürlich dann auch hier und da vielleicht mal berücksichtigen. Man muss es nicht, das war jetzt natürlich eine Ausnahmesituation, aber dass natürlich der Partner, das Umfeld auch damit einverstanden ist, was man da macht. Auch ganz wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen und das vorher auch zu klären. Allgemeine Fragen haben wir hier jetzt auch nochmal. Ist Optionshandel gefährlich? Ich habe es gerade schon gesagt. Es ist immer eine Frage, wie man den Optionshandel aufzieht. Man kann ihn gefährlich ausrichten, definitiv. Er wird aber auch schon dann gefährlich sein, wenn man natürlich nicht das Wissen und nicht die Erfahrung hat. Das ist ähnlich wie beim Autofahren. Das Auto alleine ist nicht gefährlich. Gefährlich wird es erst mit dem Fahrer. Und wenn der Fahrer keinen Führerschein hat, dann ist natürlich die Gefahr auch größer, dass da was Schlimmes passieren kann. Komplexität, man kann es komplex machen, man muss es aber nicht. Ja. Also auch wenn man beispielsweise mehr machen möchte, das heißt das nach oben skalieren, muss man nicht zwingend in die Komplexität ausweichen. Also das ist hier definitiv falsch. Also man kann es einfach machen, aber ich finde es auch gut, dass es die Möglichkeit gibt, es komplexer aufzubauen, besonders dann, wenn man nachher ein bestimmtes Wissen hat und weiß, wie man die Optionen untereinander vielleicht separiert, dann ist es am Anfang noch einfach und nachher komplex, aber auch das ist alles eine Frage der Zeit, der Erfahrung. Ja. Technik, also Technik meine ich jetzt technisches Equipment, also das darf man nicht vergessen. Es wäre natürlich gut, wenn man auch einen leistungsstarken Notebook bzw. PC hat, also wenn man die Trader Workstation in ihrer vollen Gänze auch nutzen möchte, dann ist es halt doch schon wichtig, dass natürlich das technische Equipment da vorhanden sein sollte. Ich mache es fast nur am PC, also ich bin da
kein Freund vom Handy aus zu traden, besonders nicht dann, wenn ich jetzt auch noch analysieren möchte etc. Und die Trader Workstation, also diese Handelsplattform, die bietet halt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten und die möchte ich natürlich dann auch nutzen. Zeitaufwand, auch hier ist es unterschiedlich. Man kann es mit wenig Zeitaufwand machen, das heißt mit einer Stunde in der Woche. Oder man kann es auch machen, wie beispielsweise ich, den ganzen Tag. Ja, also da kann man es natürlich auch machen. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Daytrader, also Daytrader jetzt auch mit Optionen beispielsweise, was aber nicht wesentlich im Fokus steht. Aber der Zeitaufwand hängt natürlich auch davon ab, was du machen möchtest und ja, und wie viel Zeit du natürlich dafür auch hast. Ja, Kontogröße, die Frage bekomme ich natürlich auch immer gestellt. Es gibt natürlich eine Mindesteinlage, das hängt natürlich auch vom Broker ab. Ich glaube, kann der Flo vielleicht noch sagen, ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro braucht man. 2.000. Wie viel? 2.000 ist die Mindesteinlage. 2.000 ist die Mindesteinlage, ne? Also das sollte definitiv da sein. Aber, und jetzt ist noch die Sache, man will natürlich auch ein bisschen mehr machen und es muss ja nicht heißen, dass direkt der erste Trade erfolgreich ist und dann steht man natürlich mit leeren Händen da, wenn die 2.000 dann unterschritten werden. Also meine Empfehlung ist immer, wenn man mich fragt, also 5.000, dann ist das Leben auf jeden Fall für und mit dem Optionshandel einfacher. Das war es jetzt auch meinerseits. Ja, das war der erste Überblick jetzt über den Optionshandel. Ich wollte jetzt mal versuchen, dass man erstmal versteht, was Optionen sind, wofür ich sie nutze. Und in den nächsten Webinaren, da gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie. Das heißt, da sprechen wir über die Preisbildung. Ja, wie kommt der Preis zustande? Wie kann ich als Käufer und Verkäufer beispielsweise von Volatilitäten profitieren? All das besprechen wir dann auch in den nächsten Webinaren. Genau, und dann besprechen wir halt nächste Mal auch, wie gesagt, die Preisbildung, Volatilität. Das ist halt ein Teil der Preisbildung. Da gehen wir auch drauf ein. Und dann in dem Folgewebinar, da sprechen wir auch dann einfach mal über Strategien für Anfänger. Ja, also wie kann ich als Anfänger in den Optionshandel einsteigen, also mit welcher Strategie? Ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, danke Thorsten für dein erstes Webinar bei uns. War auf jeden Fall super, super informativ. Da kommt schon der erste Kommentar rein, dass es sehr hilfreich war und auf jeden Fall top. Sehe ich genauso. Und von daher, ich glaube, das nächste Webinar ist in 2 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wann genau? Aber dann nicht an einem Montag, sondern an einem Dienstag, oder? Ja, ich glaube auch, das war der Dienstag. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ich gucke auch mal eben rein. Aber ich glaube, es war der Dienstag. Genau, Dienstag, der 6. September. Ja. Ja, also am Dienstag, den 6. September, wird es dann weitergehen. Zweiter Teil. Ich hoffe, dass die Teilnehmer natürlich auch da dann wieder mit von der Partie sind. Und ja, von daher habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Haben Sie alle noch einen schönen Abend. Ja, wie immer, auf die Positionen aufpassen. Aufzeichnung kommt so schnell, wie es geht, auf unserem YouTube-Kanal online. Da wird der Thorsten dann auch eine eigene Playlist haben. Von daher, das wird es da auf jeden Fall zu finden geben. Gut, dann super. An alle Teilnehmer, an dich Thorsten, schönen Abend, gesund bleiben. Danke, mach's gut. Ciao, ciao.